Die Botschafter der EU-Staaten haben am Montag in Brüssel die vorläufige Anwendung des Brexit-Abkommens gebilligt. Das Abkommen soll nun von allen 27 EU-Regierungen bis Dienstagnachmittag schriftlich genehmigt werden. Dann muss der EU-Rat einstimmig zustimmen und auch das Europäische Parlament. Da dies aber bis Jahresende nicht mehr möglich sein wird, soll das Abkommen bis zum 28. Februar vorläufig angewendet werden. Mit der Einigung auf den Handelspakt, den auch das britische Parlament noch billigen muss, ist ein harter Brexit vorerst abgewendet.